Millionen von Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Sie werden benachteiligt, ins Gefängnis geworfen oder sogar getötet. Um diesen Christen beizustehen, ist das christliche Hilfswerk Open Doors in über 50 Ländern aktiv und ruft zur Unterstützung und Gebet für sie auf. Mit dieser Sendung wollen wir auf das Leid dieser Christen aufmerksam machen und ihnen ein Gesicht und eine Stimme geben. Eines Tages traf ich einen Mann. Ich wusste nicht, dass er ein kommunistischer Soldat war. Er stellte mir viele Fragen über den christlichen Glauben und ich ging darauf ein und beantwortete sie ihm. Unvermittelt packte er mich am Kragen, schlug mich und drohte mir: Sprich nie wieder über Gott. Das war das letzte Mal. Redest du noch mal über deinen Glauben, übergebe ich dich der Polizei und sie werden dich verhaften. So lief das. Aber eines Tages nahm dieser Mann Jesus an. Vietnam ist eine sozialistische Republik. Offiziell bezeichnen sich 80% der Vietnamesen als Atheisten. Buddhismus, Taoismus und Animismus ist jedoch für viele prägend. Der christliche Glaube wird bedrohlich für Familien und Kultur empfunden. Wer sich Jesus Christus zuwendet, wird oft von seiner Familie geächtet und davongejagt. Auch der Staat überwacht gerade protestantische und evangelikale Freikirchen intensiv. Sie versammeln sich meist in Hauskirchen. Schikanen und Verhöre durch die Polizei sind dort an der Tagesordnung. Seit vielen Jahren ist Barnabas im ganzen Land als Pastor unterwegs. Seine Arbeit wird in Vietnam als illegal eingestuft. Hello. Ich bin Pastor Barnabas. Ich bin Gemeindeleiter in Vietnam. Ich bin in einer sehr buddhistischen Familie aufgewachsen. Wir waren sehr arm. Meine Familie war die ärmste in der Stadt. Als ich 17 Jahre alt war, war ich total hoffnungslos. Ich wollte mich umbringen. Damals war mein Leben sehr schwer. In Vietnam war Bürgerkrieg. Aber die Kommunisten nannten es den amerikanischen Krieg. Eines Tages ging ich ganz in Gedanken versunken durch die Stadt und dachte so über alles nach. Plötzlich bemerkte ich, dass ich direkt auf eine Kirche zuging. Dort traf ich zufällig den Pastor. Der Mann gab mir ein neues Testament. Ich dachte, wenn ich heimkomme, lege ich das heilige Buch einfach auf den buddhistischen Altar. Zu Hause fiel mir ein, dass der Pastor über das Buch gesagt hatte, es sei ein sehr gutes Buch. Und es habe das Leben vieler Menschen verändert. Ich überlegte, ob dieses Buch wohl wirklich das Leben vieler Menschen verändert hätte. Das bewog mich, darin zu lesen. Ich verstand es nicht wirklich. Aber etwas sprach mich innerlich an, und zwar die Nachricht, Gott liebt Menschen. Ich konnte das zuerst nicht glauben. Aber ich sagte zu Gott, wenn du wirklich Gott bist, dann ändere mein Leben. Und ich las weiter darin und vergaß darüber alles andere. Sogar, dass ich vorgehabt hatte, mich umzubringen. Langsam öffnete ich mich für Jesus. Meine Familie war nicht besonders glücklich darüber, dass ich mich ihm zugewendet hatte. Aber sie waren auch nicht sehr dagegen. Sie sahen ja, dass sich mein Leben positiv veränderte. Eines Tages, ich betete gerade, roch ich Alkohol. Das hieß, mein Vater war nach Hause gekommen. Normalerweise rannte ich sofort weg. Aber ich blieb auf meinen Knien und betete. Plötzlich kam er zu mir und sagte: Sohn, vergib mir, ich möchte mit dir zur Kirche gehen und beten. Seit jenem Tag ging mein Vater mit mir zur Gemeinde und auch sein Leben veränderte sich vollkommen zum Guten. Er trank keinen Alkohol mehr und hörte auf zu spielen. Weil Vater sich so positiv verändert hatte, nahm auch meine Mutter Jesus an. Gott sei Dank. Nach 6 Monaten waren alle aus meiner Familie Christen geworden und folgten Jesus. Das machte uns so glücklich, dass wir allen Menschen das Evangelium erzählen wollten.
Dafür nahm ich es gerne in Kauf, wenn mich jemand schlug. Das passierte öfters, wenn ich über das Evangelium sprach. Das ist eine der Arten, wie ich Widerstand erlebt habe. Ungefähr ein Jahr, nachdem ich Christ geworden war, nahmen die Kommunisten das ganze Land ein. Das war am 13. April 1975. Ich schrieb mich an der einzigen Bibelschule ein, die es damals in Vietnam gab und noch offen war, und begann dort zu studieren. Aber nach einem Jahr wurde diese Bibelschule von den neuen örtlichen Behörden geschlossen. Also kehrte ich in meine Heimatgemeinde zurück. Ich begann ehrenamtlich evangelistisch tätig zu sein und meinem Pastor zu helfen. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Gläubigen zu Jesus geführt hatte und ihn zur Kirche mitbringen wollte, machte sich mein Pastor große Sorgen. Er sagte immer, sei vorsichtig, vielleicht sind das Kommunisten. Sie kommen nur in die Kirche, um uns auszuspionieren. 1978 wurde einer meiner Freunde verhaftet. Und ich musste mich um seine Kirche kümmern. Aber dann fand die Polizei heraus, dass ich ihn vertrat. Sie riefen mich jede Woche auf die Polizeiwache und stellten mir viele Fragen. Und schließlich kam es so weit, dass sie mir nicht mehr erlaubten, die Gemeindearbeit dort zu tun. Sie drohten mir mit dem Gefängnis. Um mich einzuschüchtern, behielten sie mich manchmal ein oder zwei Tage auf der Wache und setzten mich unter Druck. Sie sagten, wenn du weitermachst, sperren wir dich noch länger ein. Für die Kommunisten ist alles Christliche amerikanisch. Und Pastoren oder Evangelisten gehören für sie zum amerikanischen Geheimdienst, der CIA. Deshalb überwachen sie uns auf Schritt und Tritt. Also entschied ich mich, nicht mehr in der offiziell registrierten Kirche tätig zu sein. Ich gründete eine Untergrundkirche. In der Untergrundkirche fühle ich mich viel freier. Ich kann all das tun, von dem ich den Eindruck habe, dass Gott das von mir will. Dafür nehme ich auch in Kauf, dass ich verhaftet werde. Ich habe 13 Jahre lang ehrenamtlich in der Gemeinde mitgearbeitet, von 1976 bis 1988. Und dann kam es zur Erweckung in Vietnam. Überall entstanden neue Gemeinden, keine großen, sondern überall entstanden kleine Gruppen. Bei ihren Treffen sprachen sie einfach über das, was sie aus der Bibel empfingen. Aber sie hatten kein Wissen darüber, wie sie mit der Bibel umgehen mussten. Es gab überall falsche Lehren. Hier abzuhelfen, wurde mir ein Anliegen. Dafür habe ich Material von der Bibelschule benutzt, die ich besucht hatte. Ich spürte, dass Gott mich in diesen Dienst führte. Ich betete, wie kann ich noch mehr Menschen unterrichten? Es war sehr teuer, die Fotokopien dieser Bücher zu bezahlen und das Essen für meine Schüler, wenn ich sie versammelt hatte. Ich arbeitete sehr viel, um Geld zu verdienen, damit ich das alles bezahlen konnte. Ich betete, Gott, öffne doch einen Weg für mich, damit ich diesen Dienst weiter durchführen kann. 1994 macht ein Freund Pastor Barnabas mit Mitarbeitern von Open Doors bekannt. Das Hilfswerk beschließt, die Bibelschule zu unterstützen. In den vergangenen 30 Jahren bildete die Schule mehr als 9000 Studenten aus, die aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen kommen. Durch sie entstanden über 1000 Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen in ganz Vietnam. Das Bildungsniveau in vielen Stämmen ist sehr niedrig. Und einige von ihnen können nicht einmal lesen und schreiben. Aber sie wollen studieren. Einer unserer Studenten
konnte nicht lesen und schreiben. Aber nachdem er Jesus angenommen hatte, kam er und bat, am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Er liebte Gott. Er wollte einfach dabei sein und zuhören. 6 Monate später, nachdem er die Unterrichtseinheit mit uns beendet und die Klasse ihre Prüfungen abgelegt hatte, sind viele Menschen in seinem Dorf zum Glauben gekommen. Zu unserem Unterricht gehört, dass wir unsere Studenten auffordern, nach dem Unterricht in ihren Heimatort zurückzukehren. Dort 4 andere Personen zu finden und ihnen das beizubringen, was sie gelernt haben. Weil uns die Kommunisten nicht erlauben, mit jemandem über das Evangelium zu sprechen, haben viele unserer Schüler Erfahrungen in einem schwierigen Umfeld. Ein Beispiel. Einer unserer Schüler hatte eine schwere Zeit. Er war 11-mal im Gefängnis. Wenn es kurz war, waren es 3 Tage bis hin zu 3 Jahren. Das war die längste Zeit, die er in Haft war. Trotzdem blieb die Gemeinde unter seiner Leitung weiter dran, betete und traf sich zu Gottesdiensten und bildete auch Leute aus. Wenn ich in solchen schwierigen Situationen bin und müde davon bin, lese ich immer wieder in der Bibel und sage mir auswendig die Worte vor. Und ich erlebe, wie Gott mich sendet und versorgt und führt. Ein Dorf zu besuchen ist schwierig, wenn du keine Kleider trägst wie die Einheimischen. Eines Tages hatte ich die Idee, mir eine Polizeiuniform auf dem Schwarzmarkt zu besorgen. Ich zog sie an und fuhr mit dem Fahrrad in das Dorf. Dort hatte ich ein Treffen im Haus meines Studenten vereinbart. Als ich dort ankam, war das Haus leer. Niemand war da. Ich dachte, irgendetwas stimmt nicht. Als ich gerade dabei war zu gehen, tauchten sie plötzlich alle auf und lachten und lachten. Sie hatten gedacht, die Polizei kommt und hatten sich versteckt. Einmal startete ich mit einer neuen Kirche mit nur 6 Leuten. Von Anfang an erlebten wir viel Verfolgung. Oft kam die Polizei, verhaftete uns und hielt uns alle auf der Polizeiwache fest. Nur wenn wir ihnen Geld gaben, steckten sie uns nicht ins Gefängnis, sondern erlaubten uns wieder zu gehen. Eines Tages kamen sie und konfiszierten unsere Musikinstrumente, den Opferstock und sogar den Kelch für das Abendmahl. Einfach alles. In dieser Kirche war ein Mann, er war vorher Mitglied in der Kommunistischen Partei gewesen. Aber nachdem er Jesus angenommen hatte, wurde er rausgeschmissen. Er besuchte unsere Bibelschule und wurde ein Evangelist und führte viele Menschen zu Jesus. Eines Tages beschlossen wir, dort zu bauen, weil uns jemand ein Grundstück dafür gab. Während des Baus kam eines Tages die Polizei. Sie kamen mit einem Schreiben zu uns, darin stand, wir müssten mit dem Bauen aufhören. Aber einer von den Beamten kam kurz darauf wieder zurück und sagte, macht einfach weiter, euer Gebäude ist sehr schön. Nachdem wir mit dem Bau fertig waren, kamen diese Männer eines Tages wieder. Sie maßen aus, wie breit, wie lang und wie hoch das Haus war. Und riefen mich einige Wochen später an. Sie sagten, Herr Pastor, wir geben Ihnen eine offizielle Erlaubnis für das Gebäude. Bitte unterschreiben Sie diese. Keine Ahnung, wie das möglich war. Es geschah nicht durch uns Menschen, sondern durch Gott. Unsere Bibelschule ist im ganzen Land tätig. Ich und einige unserer ersten Studenten, die inzwischen Lehrer sind, wir besuchen jedes einzelne Dorf, in dem unsere Studenten wohnen.
Wir können sie nicht in einer Schule versammeln, sondern wir haben kleine Gruppen mit etwa 10 bis 20 Studenten, die überall von den Lehrern besucht werden. Eine Art, dorthin zu gelangen, ist das Motorrad. Auf dem Motorrad können wir 200 Bibeln transportieren. Aber das ist sehr schwierig und anstrengend, die Bibeln in die Dörfer zu bringen. Ich muss sie unterwegs an verschiedenen Orten verstecken. Einmal versteckte ich 300 Bibeln im Haus von Verwandten. Warum habe ich sie gerade dort versteckt? Weil der Mann Mitglied der Kommunistischen Partei ist. Ich fand, genau deshalb ist das ein sicherer Ort. Aber eines Tages kam sein Freund und lud ihn zum Mittagessen in ein Restaurant ein. Dieser Mann ist Polizist. Als er das Haus betrat, schaut er sich um und entdeckte unter dem Bett ein paar Kisten. Er fragte meine Schwägerin danach. Als sie weg waren, rief mich meine Schwägerin an. Bruder, du musst kommen und deine Bücher abholen. Die Polizei hat sie eben entdeckt. Ich fuhr so schnell wie möglich hin und packte die 300 Bibeln auf mein kleines Motorrad. Unterwegs hielt mich die Verkehrspolizei an. Sie kontrollierten mich und fragten, warum bist du so schwer beladen? Ich sagte, ich musste Bücher für meine Schüler kaufen, ich bin Lehrer. Dann fragten sie, warum hast du deine Sachen nicht richtig festgebunden und gesichert? Hast du denn keine Schnüre dabei? Ich zog zwei Schnüre hervor und der Polizist half mir sogar dabei, meine Pakete zu sichern. Er ermahnte mich, fahr vorsichtig und bau keinen Unfall. Mein Herz klopfte wie verrückt. Gott sei Dank hat Gott mich beschützt. Eines Tages sagte mir ein Pastor Bescheid, dass sich etwa 200 Menschen taufen lassen wollten, die schon vor einiger Zeit Jesus angenommen hatten. Also vereinbarte ich einen Termin in den frühen Morgenstunden mit dem Gemeindeleiter von dort. Aber als ich ankam, rannte einer unserer Evangelisten auf mich zu und sagte, Pastor, ich glaube, die Polizei kommt. Sie weiß, dass du herkommst. Ich fragte ihn, wie lange dauert es, bis sie hier sind? Er meinte, so ungefähr eine Viertelstunde. Aber wie kann man in 20 Minuten oder gar innerhalb einer Stunde 200 Leute taufen? Ich betete, was soll ich tun? Plötzlich hatte ich eine Idee. Ich fragte die wartenden Menschen, die sich taufen lassen wollten. Sie konnten mich alle hören und verstehen. Warum wollt ihr euch taufen lassen? Sie riefen, wir wollen uns taufen lassen, wir haben uns damit beschäftigt und wissen alles darüber. Ich bat sie, alle in den Fluss zu warten und sagte ihnen, nachdem ich den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes angerufen habe, taucht ihr euch selbst im Wasser unter. Das taten sie. Innerhalb 3 Minuten waren alle 200 Personen getauft. Gleich danach flüchteten wir so schnell wie möglich in das nächste Dorf. Und dort teilte ich das Abendmahl an sie aus und sprach noch einmal mit ihnen über die Bedeutung der Taufe. Später erfuhren wir, dass die Polizei tatsächlich zum Fluss gekommen war, aber mittlerweile war niemand mehr von uns da. In all den vielen Jahren habe ich beobachtet, wenn die Gemeinde in China mehr Freiheit hat, dann hat auch die Kirche in Vietnam mehr Freiheit.
Wenn die Kirche wieder stärker verfolgt wird, können wir keine großen Versammlungen mit 200, 300 oder 500 Leuten abhalten. Wenn ich zurückschaue, stelle ich fest, wenn wir unter der Verfolgung gezwungen sind, uns aufzuteilen, haben wir überall kleine Gruppen, die ganz leicht mit Ungläubigen in Kontakt treten und das Evangelium verbreiten können. Aus diesem Grund habe ich beobachtet, dass die Gemeinde unter der Verfolgung schneller wuchs. Wir müssen uns aufteilen und uns in Kleingruppen treffen. Darauf müssen wir uns vorbereiten und mehr geistliche Leiter trainieren. Falls es zu einer stärkeren Verfolgung kommt, möchte ich die Menschen bitten, daran zu denken und besonders für unsere Lehrer zu beten. Ich möchte sie nicht zu Leitern ausbilden, sondern vielmehr zu Dienern. Personen, die den lokalen Gemeinden dienen möchten. Wir haben rund 70 Lehrer, die bereit sind, die neuen Klassen im ganzen Land zu unterrichten. Betet für sie. Betet für ihren Schutz und ihre Versorgung, damit wir dem Ruf Gottes entsprechend weiterarbeiten und die Christen ausbilden können. Bitte betet für den Druck der Bibeln und Lehrbücher, damit wir genügend Material haben, um die Menschen auszubilden. Wir hoffen, dass wir mehr Lerngruppen in den Stämmen haben, denen wir die Bibel in ihrer Muttersprache bringen können, wenn die Übersetzungen dafür fertig sind. Außerdem möchten wir das Alphabetisierungsprogramm weiterführen, damit auch die Menschen der unterschiedlichen ethnischen Gruppen die Bibel lesen können. Ich möchte unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt danken, die sich um die Kirche in Vietnam sorgen und für uns beten und mit uns zusammenarbeiten. Bitte denken Sie an uns, beten Sie für uns und unterstützen Sie uns. So können wir auch in Zukunft allen Vietnamesen die frohe Botschaft von der Liebe Gottes weitergeben. Wer Gott dienen will, soll allen Menschen freundlich begegnen und bereit sein, auch Böses zu ertragen. Er soll versuchen, alle, die sich der rettenden Botschaft widersetzen, mit Güte auf den richtigen Weg zu bringen. Denn vielleicht führt Gott sie ja zur Einsicht, dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. 2. Timotheus 2, Verse 24 und 25. Jesus Christus spricht: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten Sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wollen Sie mehr zu verfolgten Christen erfahren? Dann rufen Sie uns an 06195 6767 167. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie. Oder besuchen Sie unsere Webseite www.opendoors.de.